Hi ho! Willkommen zurück bei Legend of Dragoon. Hier befinden wir uns wieder auf dem Geisterschiff und auch jetzt ist es wieder lange her, dass wir beim letzten Mal hier zu Besuch waren, so gesehen, dass die letzte Aufnahme gemacht wurde. Das tut mir auch wieder leid. Wie gesagt, zeitlich etwas begrenzt alles. Verschlossen lässt sich nicht öffnen und ich muss mich erstmal hier wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich weiß nämlich nicht mehr so genau, wo wir jetzt hin müssen oder welche Items wir jetzt schon alle aufgelesen haben. Ja, ich glaube, da kommt man noch nicht hin. Ich glaube, den Kapitänsschlüssel haben wir da noch nicht. Und wir müssen kämpfen. Yeeze! Gleich am Anfang der Folge. Wieder ein bisschen Geplänkel, ist ja auch nicht schlecht. So, bin ich ja mal gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ja, der Haschel wird gleich verprügelt. Und wir fangen an und hauen das Skelett. Mal sehen, ob ich hier noch gut in Übung bin, was das Knöppeldrücken betrifft. Das sieht gut aus. So, ich weiß nur noch, dass wir den Geist da verfolgt haben, der aus der Kiste immer kam. Also aus der Truhe, dieser Truhengeist. Aber, was genau, wo der jetzt sich befindet oder inwieweit wir den schon verfolgt haben, weiß ich jetzt leider nicht mehr. So machen wir mal den Skelettmann hier jetzt zunichte. Der nervt. So, da, zeig mal, was du drauf hast. So, bleiben nur noch die beiden Irrlichter, die sind ja nicht so schwer, hoffe ich zumindest. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass die irgendwelche Super-Attacken drauf haben, die uns jetzt direkt ins Nirvana katapultieren. Deswegen hoffen wir einfach mal das Beste. 146 Schaden ist nicht schlecht. Der Haschel hat's halt drauf, ne? So, jetzt wird hier wieder gezaubert, sah aus wie Feuer. Und es ist Feuer. 190, oha. Eieiei, Haschel, da musst du noch ein bisschen üben. So, die Rose. Ja. Und dann kann der Haschel hier nochmal das nächste Irrlicht angreifen und ich währenddessen überlege erstmal, wo wir jetzt noch alles hin können. Weil, wie gesagt, bei dem Kapitäns-Kajüten-Dings, wo wir jetzt sind, sind wir, glaube ich, komplett falsch. Ich überlege nämlich ganz genau, wo das noch war. Also der Geist versteckt sich noch in anderen Kisten. Das weiß ich noch. Aber wo genau, schauen wir jetzt mal nach. So, hier, die haben wir jetzt besiegt. Schnell weiterlaufen, sonst haben wir gleich die nächsten an der Backe. Und ja, hier steht Kapitänskajüte. Lässt sich anscheinend nicht öffnen. Gut, schnell. Schnell zurück. Gesprintet. Und dann müssen wir wahrscheinlich doch nochmal hier runter. Wo uns dann die nächste Seele erwartet. Wir hätten auch warten können, bis diese Seele nach oben sich bewegt, aber naja. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Unser Plan ging nicht auf. Und Sensenmann, den müssen wir natürlich wieder als erstes vernichten, bei dem weiß ich nämlich noch. Der macht ziemlich Aua. So die, super. Super Rose, war einfach richtig cool. Die Leiste hier, ne? Die SP-Leiste, heißt die so? Muss gleich nochmal gucken. Schon ein bisschen länger her, wie gesagt, mit dem Spiel. Aber die SP-Leiste bei jedem Jahr ist komplett voll. Nur der Haschel benötigt noch, so gesehen, ein Level-Up, was seine Dragoon-Verwandlung betrifft. Dann wären alle auf 3. Können alle 3 Runden Dragoons sein, aber das wird eh noch so. Kriegen das eh noch hin, dass unsere Hauptgruppe am Ende, die maximale Dragoon-Stufe haben. Ansonsten kommen wir auch nicht so gut weiter, würde ich mal hier behaupten.
Beziehungsweise wenn wir hier so fleißig weiter trainieren, halt ab und zu gegen diese random Gegner, beziehungsweise diese Zufallskämpfe, solange wir die immerhin noch weiter ausführen, nicht immer gleich weglaufen, dürfte das alles soweit ganz gut klappen. Gegen Dart dürfte Feuer jetzt kaum Schaden machen. Ja, 91 ist eigentlich noch relativ viel. Eieiei. Ja, obwohl diese Irrlichter eigentlich nicht so viel drauf haben und wir ab und zu vorbeischlagen, machen die doch ganz schön Schaden. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mal sehen, wie viel Rose verliert bei diesem Feuerangriff. Auch hier 171, das ist echt übel. Da müssen wir echt mal schauen, wie wir uns denn hier weiter fortbewegen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder runter zu den anderen Kabinen und darauf hoffen, dass wir den Geist jetzt nochmal finden. Bisschen doof, dass jetzt alles ein bisschen zurückliegt, sonst hätte ich das sofort gemacht. Aber ich war mir nicht mehr sicher, was wir gemacht haben, beziehungsweise habe mir auch noch nicht angeguckt. Sonst gucke ich mir immer sonst immer die letzte Folge so im Schnelldurchlauf an, wo wir waren, was wir gemacht haben, damit ich Anschluss finde, aber das habe ich diesmal nicht getan. Deswegen wirkt es jetzt ja alles ein wenig planlos. Aber der Haschel hat jetzt auch das letzte Irrlicht besiegt und wir können weiter. Bam, pam, 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 paum. Oh, die Meru ist ein Level up, hat ein Level up bekommen. Ist ein Level gestiegen, wollte ich erst sagen. So, ganz leicht und langsam bewegen wir uns jetzt die Treppe hier herunter. So, in der Kabine waren wir ja schon. In der ersten. Ein Zufallskampf mal wieder, wer hätte es gedacht. So, aber ich glaube, damit wir jetzt hier wirklich gar keine Zeit verlieren. Und wenn es jetzt wieder so eine, ja, wieder so eine bekloppte Gruppe ist, werden wir jetzt leider mal fliehen aus diesem Kampf, weil das ist einfach sonst zu lange. Ihr sollt fliehen. Oder lasst es einfach, ist auch okay. Geht doch. Denn wenn wir jetzt die ganze Zeit diese Kämpfe machen, auch wenn es halt uns Erfahrung bringt und wir dadurch ein paar Level absteigen, aber das ist gerade nicht so mein Ziel. Ich will eigentlich ein bisschen hier vorankommen. 50G und jetzt schnell da rein. So, gucken, ob wir hier lang müssen. Ah ja, hier war das ja mit den Zahlen, ne? 1 4 6 7 Okay, 1, 4, 6, 7. Wer das Rätsel der Nummern zu lösen versucht, sei vom Bösen verfolgt. Aber das klappt eh nicht. 20 Gold erhalten. 1, 4, 6, 7. Das ist ja super, aber das Zahlenschloss, was wir ja gefunden haben, dann in einem Raum, hat nur 3 Zahlen. Da bringt uns diesen 1, 4, 6, 7 überhaupt gar nichts. Schauen wir mal hier rein. Hier ist noch eine Kiste. Ach, da ist der ja, der kleine Tu-nicht-gut, den wir gesucht haben. Kleiner Witzbold. Du, deine Mannschaft hier scheint etwas abgemagert zu sein. Falls es dir noch nicht selber aufgefallen ist, ich wollte ja bloß darauf hinweisen. Ja, beginnt der nächste Kampf, aber diesmal kein Zufallskampf, denn das ist ja auch ein gewollter Kampf mit unserem Hauptgeist, den wir die ganze Zeit ja verfolgt haben als Gegner. Ja, da sieht schon leicht lidiert aus, das ist ein bisschen blöd. Ich hätte mich vor dem ganzen Kampf heilen sollen, bevor ich diese ganze Truhe da angeklickt habe. Aber ich hatte es ja mal wieder viel zu eilig. Und wer es zu eilig hat, der wird bestraft. So können wir nur darauf hoffen, dass natürlich auch Dart gleich wieder als Mangelziel genommen wird. Können wir nur darauf hoffen, dass wir hier noch ein bisschen
heilen können mit den anderen Charakteren, so zack. Das dürfte erstmal genügen. Ja, jetzt wird der Haschel gehauen. So, und wir können ganz normal weitermachen. Der Haschel müsste jetzt als nächstes geheilt werden. Übernimmt das der Dart oder macht das der Haschel selbst? Das überlege ich gerade. Nee, ich töte erstmal ein Skelett, also wer jetzt auch dran ist von beiden, Haschel oder Dart. Ich töte jetzt erstmal diese Skelette und Haschel wird dann danach geheilt. Oh, Rose braucht auch, da muss ich doch eine Heilungsbrise einsetzen. Müssen wir auch gucken, dass wir die wieder schnell rankriegen. Diese ganzen Gegenstände, diese Heilungsgegenstände, denn sonst sieht es in den Zukunftskämpfen etwas schlecht aus. Gut, drei haben wir von diesen Heilbrisen, das ist ja noch dann verkraftbar. Zack, wusch, zack, wusch, zack, wusch. So, und das nächste Vieh. Ich weiß gar nicht, ob Rose eine Attacke da einsetzen könnte und die Skelette wären dann sofort tot gewesen. Vielleicht auch der Geist, ich weiß es gerade nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Will ich jetzt auch nicht mehr, weil jetzt ist der Kampf schon nicht gelaufen, aber wie man sieht, wir haben jetzt schon ein Skelett eliminiert, das andere kriegt gerade noch seine Tracht Prügel und dann mal sehen, wie wir den Geist fertig machen. Unser Skelett befindet sich jetzt im gelben Bereich. Bedeutet, wenn Dart jetzt hier fertig gehauen hat, dürfte es besiegt sein. Gut, es sei denn, es hätte einen Lebenspunkt mehr gehabt, als den, das wir abgezogen haben. Das wäre natürlich auch wieder ärgerlich gewesen. So, und jetzt kommt der Geist. So, Rose macht irgendwie gar keinen Schaden, beziehungsweise sehr wenig mit 67. Bin mal gespannt, wie viel der Dart an diesem Gegner macht oder der Haschel. Das sehen wir jetzt ja mal. So, der Haschel macht an dem Gegner 146. Ist schon, ja, leicht mehr als die Rose da macht. Und der Dart. Schauen wir auch mal gleich rein. So, der Dart ist mit 175 sogar noch dabei. Ja, dann würde ich mal sagen, die Rose braucht entweder neue Waffen oder muss ausgetauscht werden. So leid es mir dann auch tut für die Rose. Aber so wenig Schaden können wir nicht gebrauchen. So, mal sehen auch, wie lange der Geist dann noch aktiv ist. Na gut, der ist auch Dunkelheit. Ich weiß jetzt nicht, ob Rose Standardattacken Dunkelheitsschaden machen. Wenn dem so ist, dann kann das natürlich auch erklären, warum sie am wenigsten Schaden macht. Kennt man ja, ne? Wenn man selber vom Element, was weiß ich, Dunkelheit ist, so wie Rose jetzt, dann ist es ja logisch, dass man an Leuten, die auch das Element Dunkelheit in sich tragen, nicht so viel Schaden kriegen. Ne, kennt ihr auch privat, wenn ihr zum Beispiel vom Element Feuer seid, wenn ihr gerade brennt und rennt in einen Lauf, beziehungsweise rennt in ein Fegefeuer rein, was sich gerade vor euch befindet, dann könnt ihr das damit nicht löschen. Denn Feuer und Feuer ist halt ne, doof, auch wenn man oft sagt, man sollte Feuer mit Feuer bekämpfen. In diesem Punkt sage ich euch jetzt einen kleinen persönlichen Rat und auch persönliche Erfahrung. Nein, tut das nicht. Das macht das böse Feuer nur viel größer und den Schaden nur noch heftiger. So, damit werden die besiegt. Aber er ist wieder weggerannt. Der Controller reagiert wieder nicht. Controller? Okay, so jetzt. Ja, das wundert mich, weil der Controller, mit dem ich spiele, ist auch ein alter PlayStation 1 Controller. Eigentlich auch, ups, schnell hier rein. Eigentlich auch dafür gedacht, beziehungsweise ein normaler PlayStation 1 Controller eigentlich so gebaut, dass er, ja, an einem Kabel befestigt ist, ne? Ist kein Wireless-Controller oder irgend sowas. Ich spiele hier wirklich über die PlayStation 1 das Spiel. Aufnehmen tue ich hier, weil die Qualität eh nicht so dolle ist. Und da es ja auch nicht anders geht.
Mein Aufnahmegerät kriegt die PlayStation 1. Ich nehme hier mit einem TV-Stick auf. Und dieser TV-Stick macht halt die Qualität hier so ein bisschen schwammig und so, aber das stört ja keinem. Das Spiel an sich hat ja nicht so eine gute Qualität, deswegen ist das auch egal. Der Haschel ist voll, okay. Ich heile mal die Rose hier. So, ja, und eigentlich wollte ich sagen, dadurch, dass ich an der Originalkonsole spiele, habe ich auch den Originalcontroller, der sich an einem Kabel, ne, an der Konsole so gesehen befestigt. Deswegen verstehe ich, warum der manchmal aussetzt. Und die hüpfende Kiste, wer kennt sie nicht? Wer da wohl drin ist? Er versucht, etwas zu sagen. So, hier schon wieder. Controller gerade, da. So, Controller hat gerade wieder versagt. Ja, wer die aktuellen Monster Hunter Ultimate-Folgen kennt, der weiß ja, ich muss gerade den Controller hier ein bisschen in Gang kriegen, weil der funktioniert gerade gar nicht. Ich ziehe mal ganz kurz den Controller raus aus der Konsole und stecke ihn mal wieder rein, falls man das jetzt gehört hat hier. So. So, was ich sagen wollte, wer die aktuellen, so jetzt geht's wieder. Wer die aktuellen Monster Hunter 3 Ultimate Folgen kennt, weiß ja, dass ich bestimmte Sachen, beziehungsweise bestimmte Gespräche vertone, also nachvertone, beziehungsweise einfach nur so lustig bearbeite. Das mache ich jetzt in Legend of Dragoon nicht, denn wir haben das Projekt schon so normal angefangen. Und das wäre mir hier viel zu viel Arbeit. Und Monster Hunter geht das noch, aber hier nee. Gut, geht weiter. Wir haben es in der Falle. So, jetzt haben wir auch gleich drei Gegner. Dreimal diesen Geist. Und ich werde jetzt zur Geheimwaffe greifen, beziehungsweise einfach nur zur Dragoon-Technik. Ich überlege gerade, ob ich bei dem Zauber einsetzen sollte. Wenn wir uns jetzt verwandeln. Weil hier die MP, die würde ich mir schon gerne aufsparen. Wir machen natürlich Dart zum Dragoon, also machen hier wieder ein Speziale. Hier auch lange nicht mehr gesehen. Wusch. So, damit sind wieder alle verwandelt. Kennen wir ja schon, ne? Spezial und so. Der Hintergrund wird natürlich auch in dem Element des führenden Dragoons. Und wir greifen mal zuerst die mittleren an. Wie gesagt, ich belasse es erstmal bei den Standardattacken. Zumindest bei Dart. Denn da er ja eh sein Element hat, lädt er die Attacke hier auf und führt sie halt komplett vollständig aus, ohne dass wir was machen müssen. Zack, hier mit 562. So, mal sehen, ob der Haschel das auch hinkriegt. Da müssen wir aber wieder drücken. Kennen wir ja. Und das kriegen wir aber auch perfekt hin. So, dann dürfte jetzt der erste Geist besiegt sein, wenn Haschel genauso viel Schaden machen sollte. Oder so ähnlich. Ja, damit werden die ersten besiegt. Bei Rose bin ich mir echt nicht sicher. Wenn die jetzt den Angriff macht, den Standardangriff hier, dürfte sie eigentlich sehr wenig Schaden machen, weil wie gesagt, Dunkelheit. Und als Dragoon macht sie hundertprozentig Dunkelheitsschaden. Hier auch perfekt. Und ich denke mal, das wird hier nicht so viel machen. So 200, schätze ich mal. Ja, 215. Das war klar. Dann müssen wir halt Dart und Haschel den Vorrang lassen. So, Haschel, dann zeig mal hier das letzte Mal, was du drauf hast. Denn der Haschel verwandelt sich jetzt wieder zurück. Und wieder perfekt. Denn wie ich schon erwähnt habe, der Haschel besitzt ja momentan nur zwei Runden. 450 macht er auch wieder. Und damit beendet sich seine Runde. So, der Dart ist jetzt als nächstes dran, glaube ich. Erstmal wird der Haschel verprügelt.
Mit so einem Blumenwunder, okay, jetzt ist er verliebt. Alles klar. Das macht einen ein wenig Angst, aber egal. So, und jetzt haut der Dart nochmal zu. Beim letzten. So, und dann dürfte eigentlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, der ist jetzt tot, dann ist Rose dran, die den zweiten angreift, dann wieder Dart, dann wieder Rose. Dürfte knapp werden. Oh. Hat sich selber befreit von diesem... Ach nee, weil er jetzt gestorben ist, genau. So war das, wenn nämlich die Charaktere... Ach scheiße, jetzt habe ich das nicht geschafft. Tut mir leid. Ich wollte gerade wieder perfekt machen, hat aber nicht geklappt. Ja, wenn die Charaktere verliebt sind gegen einen NPC oder durch einen NPC in diesem Modus geraten sind, hilft es halt, den NPC zu töten. Das haben wir jetzt daraus gelernt. Und Haschel kriegt jetzt 61 Punkte, soweit ich das sehe. Ich glaube, vorher nur 50 gekriegt. Heißt, er hat sich jetzt auch in dieser Hinsicht ein wenig weiterentwickelt. Soldat läutet jetzt seine letzte Runde ein. Wie gesagt, das Ganze habe ich jetzt nur getan, damit wir an SP-Punkten ein bisschen sparen. Denn hier findet noch ein anderer Kampf nachher statt. Da brauchen wir diese ganzen Punkte noch. MP, Entschuldigung. Oh, schon besiegt. Ich dachte, jetzt kommt noch eine Runde. Na gut. Dann hat das doch gereicht. Die Gruppe war erfolgreich und wir kriegen magischen Hut. Leider kein Level Up. Für die Hauptcharaktere, beziehungsweise für unsere Hauptgruppe. So, da ist noch eine Seele. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Bitte kommt in die Kapitänskajüte. Ja, das können wir gerne machen. So, hier war ja... Ich muss mir die nochmal angucken. Hier, er sagt 1, 4... 6 und 7, ne, soweit ich das jetzt noch weiß. Jo. Da habe ich auch keine Ahnung, wie man das Rätsel da lösen soll. Hat ja bisher nicht geklappt, das zu lösen, wenn ich es versucht habe. So, ich kürze nur mal kurz wieder in den Räumen ab, damit wir den Seelen da entkommen können. Mehr ist das hier nicht, weil sobald man jetzt aus dem Raum rauskommt, wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, erscheinen erst die Seelen. Und in der Zeit kann man halt nicht von ihnen angegriffen werden. So, irgendwie versuche ich das Rätsel jetzt mal zu lösen. Also 1, 4, 7, 8. Ich soll's da durch. Mensch, Dante wollte ich schon sagen, aber es ist ein anderes Spiel. So, kurz mal rein, ich will es mal kurz testen. So, es gibt drei Nummern, das habe ich ja schon erwähnt. Sollen wir die Nummern, die Geister erwähnt haben, kombinieren und hier eingeben? Nummer anordnen. Mir gesagt 1, 4, 6 und 7. Aber es geht ja nicht. Aber 1 plus 4 sind 5. 5 plus 6 sind 11, plus 7 sind 18, das kann man ja auch nicht eingeben. Kann ich hier so schlecht eingeben, 18. Es öffnet sich nicht. Noch 9 Mal. Eins, 4, 6 geht auch nicht. Wie dieses Rätsel wohl funktioniert. Also wir haben jetzt hier gekriegt 1, 4, 6, 7. Aber was genau das jetzt zu bedeuten hat, wie genau wir das jetzt hier machen können. 4, 6, 7. Es öffnet sich nicht.
Von der 1 zu 4. Ne, hier, so von 1 zu 4 fehlen 3. Von der 4 zu 6 fehlen 2. Ja, aber von der 6 zu 7 fehlt einer. Vielleicht so. Noch 6 Mal. Keine Ahnung, also ich hab's versucht, ne, liebe Freunde, das Rätsel zu lösen. Es sagt mir immer noch nichts, was wir machen sollen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns der Kapitänskajüte widmen. Und bis dahin, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.